interessieren würde es mich gerade, nämlich 14, okay, nehme ich noch ein bisschen auf. Ich habe nämlich schon überlegt, eine Pause jetzt wieder einzulegen, aber nö. Ein Part kann ich noch aufnehmen. Und den werde ich jetzt auch. Weil ihr hört das ja. Oh Gott, ey. Da habe ich einen mega langen Weg vor mir. Mit Aussetzen habe ich da noch einen längeren Weg vor mir. Also ich bin erstmal aus dem Spiel, Kollegen. Das dauert nämlich. Gut, die müssen auch noch mal einen weiten Weg laufen. Und ich weiß nicht, wo Mr. Donkey Kong ist. Wo steht denn der eigentlich? Ja, genau. Mario darf gleich weiter sich teleportieren. Da oben steht sogar das Wort Go. Sehe ich ja jetzt erst. Oh mein Gott, ey. Was geht denn der Affe? Hast du eigentlich genug Münzen für den Scherz? Nein, Gott sei Dank. Ich brauche echt Krabbelbeutel. Das sind zum Glück nur Münzen, die er mir klaut. Na gut, ich kann ihm nur für immer einen Scherz zurückklauen. So schlecht ist das ja jetzt nicht. Also schlimm ist es dann ja nicht. Virtuell habe ich ja 5 Sterne. Ne, 6. 6. Wir haben ja zweimal ein Ereignisfeld mit Mario. Aber da habe ich auf ihn nur theoretisch einen Stern weniger. Eines logisches Denken. Eine 7. Der dreht die Kanone nicht um. Ach, Donkey Kong ist da. Ach, der hat ja noch einen längeren Weg. Ach, Göttchen. Aber ihr seht schon 2 Züge und du könntest schon bei Fly Guy sein. Ja, 50-50 Chance bei Toad da oben in der Mitte. Er geht ein Feld und darf gleich weiter teleportiert werden. Ja. 2, 4, 6. Ihr könnt normal würfeln. Das spielt eben natürlich auch nochmal in die Karten. Oh nein, er muss genauso wie ich aussetzen. Also eine 50% Aussetzrunde gleich. Das heißt, die nächste Runde geht mal im Speedrun hier. Und wir spielen draußen, weil wir können wieder alle Geld gewinnen, ey. Das sind die Spiele, die ich am meisten verfluche in Mario Party 1. Alle können Geld gewinnen, außer ich. Na gut, wirklich. Habe ich aber Glück gehabt, dass ich genau vor dem stand, ey. Jetzt hätte ihn direkt der Bowser und Union gleich in den Arm bekommen. Gut, er hat mich dadurch gerammt, dann ist der Schütze nochmal weggeflogen. Das war auch wieder nur Glück. Wohin? Aber das war dumm von Wario, den zu passen. Ich kann ihn lieber selber behalten. Es hätte auch schief gehen können. So langsam ist er immer Zeit für Krabbelbeutel. Ich muss eh aussetzen. Hallo. Da muss immer Leute jetzt nicht gerade abgehen für. Nein! Bitte lass mich aus dem Spiel. Bitte lass mich aus dem Spiel. Ich hasse, dass sie die Gruppe nicht die erste ist, die Mitte machen. Nein, ich muss erstmal die Spiele auswählen. Wario, okay. Bin ich schon mal froh. Ich wäre gerne links gewesen. Das ist aber schlecht. Bei Wario ist, glaube ich, unten rechts. Da kann man gerne nicht spielen. Nein. Nein, das kann der mir echt. Nein. Nein. Ja. Fuck. Oh ja, genau. Helf ihm auch noch, ey. Spiel ihm mir. Wie viel Pech muss man eigentlich haben? Eine abgewehrt, darum geht das nächste mit Chance Time, ey. Bin ich stark dagegen. Aber sowas von. Donkey Kong, okay. Fall nach rechts. Boah! Möchte gerne Krabbelbeutel. Es könnte sich auch wieder ein Stern klauen. Das
Zum Glück muss er aber aussetzen. Fuck off, ey. Gib mehr Krabbebeute. Oh Mann, ey. Oh Gott, das könnten wir jetzt 10 Münzen für die Gegner sein. Danke, Mario. Kann die Musik mal nicht auf, kann die Musik aufhören rumzuspacken? Alter. Ja, das bringt gar nichts, Kollegen. Okay, damit ist Wario unten. Wird nur der Affe hier. Ich kann mir mit dem Tor zufrieden geben, Donkey Kong. Deswegen weiche ich auch jetzt hier nicht von. Okay, wir einigen uns auf dem Tor. Weil das bringt nichts. Der ist aber nicht weggegangen. Was die KI bei Easy eigentlich immer macht. Die geht irgendwann weg. Eine 9. Leute, 3 Münzen. Oh mein Gott, ey. Ein Spieler-Minispiel für Mario. Alter, das gibt's doch nicht. Jetzt kriegen die alle Geld. Tja, 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 tja. Es hakt. Ja, genau, mach's noch einfacher. Ja, mach's noch einfacher. Ist das nicht unfair? Das ist doch richtig asozial vom Spiel. Man muss eigentlich nur den richtigen Anfangspunkt finden, dann muss man die nacheinander abgrapschen. Das war schlecht. Der ist aber auch dämlich, ey. 30. Ist schon 30 zu viel, ey. Das sind immer diese Pflanzen, das ist das einfachste Einspieler-Minigame. Da kannst du am meisten Geld kriegen. Und ja. Die machen wir langsam Konkurrenz hier. Und das gefällt mir gar nicht. Vorsichtig, gibt es auch nur ein Spiel am Games, das auch nicht gerade prickelnd ist. So, Münzprügeln, irgendwas in der Richtung. Oder irgendwas anderes. Paddelgedaddel. Wäre auch noch gut gewesen, wenn wir nochmal richtig abkrapschen können. So. Ich weiß nicht, mit welchem Recht er bekommt, ey. Dieses Spiel zu spielen. Mies! Jetzt bist du eigentlich 15 abgezogen bekommen und wir müssen 5 gewinnen. Da wird nur vorteilhaft. Aber nein! Keiner gewinnt. Das hätte man echt nur einprogrammieren müssen. Bei den Mies gewinnt die Dreier. Weil das wäre noch Ansporn genug. Oh meine Güte, nochmal, ey. Wir haben allzu viel Geld gerade. Jeder hortet es, ey. Bring mich zu Bowser. Okay, mach dich bereit. Und das ist auch noch im Zufallsprinzip. Das gibt es doch echt nicht. Damit er seinen zweiten Stern. Ich habe eigentlich nur noch einen. Ich habe 2 Inseln noch. Die in der Mitte habe ich jetzt noch gehabt. Und unten rechts. Und das war's. Und das war's. Ich wusste es.
Ich wusste, dass er da hinkommt, weil da gibt, weil das das einzige Feld, wo Tod noch hinstellen kann, wo es noch kein eigenes Feld gibt. Kein Junkstamp-Feld, Entschuldigung. Turmschläger, es kriegt er nochmal so ein 10 Münzen Garantie-Kacke, ey. Oh, die Kugelstruhe ist aber sehr weit oben. Es ändert nichts der Tatsache, dass er es trotzdem schafft. In der allerletzten Sekunde, ja. Tupfstück ist das hundertprozentige Game, wo die KI gewinnt. Ich habe da noch nie die KI failen sehen. Das wird aber ein schweres Brett, das zu gewinnen. Wenn jetzt Donkey Kong mir noch in Stern steht, dann muss ich anders spielen. Aber dann muss ich dafür sorgen, dass ich weniger Sterne kriege. Und leider passiert das auch jetzt. Ey, der klaut mir schon zum zweiten Mal einen Stern, ey. Das Problem ist, mit zwei Sternen bin ich immer noch Erster. Das ist der Knackpunkt. Wir müssen das durchspielen wie ein Donkey Kong Brett. Anders habe ich hier keine Chance. Aber das Problem ist, es ist Zufallsprinzip, ob ich zu Boohoo komme. Deswegen kann ich die Chance eigentlich nicht verwerfen. Und das ist halt der große Mist da dran. Das wird nicht das einzige Brett sein, ey, wo das größte Mist sein wird. Damit kann ich mich eigentlich anfreunden noch. Aber jedes Mal kommt dieser Donkey Kong an Boohoo vorbei. Gut, ich habe ihn einmal durch Chance-Time einen abgegrapscht. Und jetzt rächt er sich an mich, ey. Das kann es doch echt nicht sein. Zweimal haben wir die Hardcore-Challenge erfüllt, einmal nicht. Und ich habe das Gefühl, bei ihr werden wir es auch nicht erfüllen. Obwohl, noch habe ich eine gute Aussicht. Noch eine gute Aussicht da drauf. Aber es muss echt mal langsam Krabbebeute kommen. Das gibt es doch einfach nicht. Wenn ich Krabbebeute nicht mehr so langsam kriege, dann raste ich hier noch aus. Was so gibt es aber solche Minispiele, wo nur ich gewinne. Und wenn die kommen, bin ich froh. Oh, das war super schnell diesmal. Oder Bowser Fate! Bowser's Knallfeuer, Bowser's Grimassen, Münzprügeln. Irgendwie sowas, aber es gibt hier so wenig Bowser Fate, habe ich das Gefühl. Und rechts gibt es, glaube ich, keins und oben links gibt es auch keins. So, jetzt die 10. Mal gucken, wo ich lande. Sag ich doch, ich komme nicht an Boohoo vorbei. Ich komme nicht auf Chance haben. Das ist auch so ein Knackpunkt an der Story hier. Obwohl die Chance ist später relativ groß, dass ich auf Chance Time komme. Bowser fällt ja endlich mal. Komm, Tau ziehen irgendwie sowas in der Richtung. Irgendwas, was euch mal schwächt. Ja, zum Beispiel. Gut, das kann mir auch schaden. 30, okay, immerhin. Kann ich mich mit anfreunden? Oh mein Gott, wenn die Fresse schimmen würde, ey. Aber, ne, der ist nicht ganz unten. Sieht das ähnlich aus. Boah, Alter, das ist eine schwere Figur, ey. Das ist echt nicht einfach. Fuck, mit einem Punkt gefehlt, oder was? Ich fass das jetzt nicht, ey.
Ich habe mir doch sowas gewünscht, ey. Und dann kommt noch sowas dabei raus, ey. Nein! Ein Punkt, den die mir auch noch geben können. Du verlierst jetzt erstmal Geld, ey. Du musst erstmal die Kanone benutzen. Die Benutzung kostet dich nur 20 Münzen. Weg. Okay, dreh dich um und lass dich verbrennen, weil ich dich überraschen möchte. Ich bin fast fertig. Los geht's. 5, 4, 3, 2, 1. Bäm! Keine Ahnung, wo du landest. Okay, da unten. Bei Koopa, ja natürlich. Ey, dieses Spiel ist so... Na gut, wenn er den Stern kriegt, ist das so gut. Da bin ich schon mal aus der Schusslinie, ey, was den scheiß Buhu betrifft. Er kriegt den Stern auch, ich fass das nicht. Wie viel Glück kann der haben? Aber dafür ist der Erste. Aber zwei Sterne, die rechnen nicht ein. Also ich kann... Ein Stern vor... Das Spiel geht weiter in der Mitte. Das gefällt mir, Toad. Das hast du gut gemacht, das hast du gut gemacht. Hat Donkey Kong nicht genug Geld dafür? Ich gehe auf keinen Fall in die Mitte. Und jetzt auch noch Chance-Time, ey. Oh, ja, das ist gut, das ist gut. Oh mein Gott. Oh mein großer Gott, bring mir mal Glück, auch wenn ich nicht an dich glaub. Mach mal was Gutes hier, ey. Mario und Yoshi. Mario, okay. Komm, gib links. Jawohl. Ja, ja, warum muss ich das eigentlich drücken? Das versteh einer, wer will, nur ich nicht. Gib ihn. Oh mein Gott. Das hat ja richtig gebracht, ey. Alle gegen Mario. Oder umgekehrt immer. Es ist halt immer die Frage, wie man das nimmt, ne? Vielleicht bin hinten. Mein Gott, Donkey. Ja, Donkey Kong, du hast mir alles ruiniert, indem du mir entgegenkamst. Deswegen treffen wir ihn jetzt auch nicht. Ja, genau. Ja, der Wind hat nachgeholfen. Super war er, ja. Deswegen bin ich nach links gegangen, weil der Wind von links kam. Da muss man schön nachhelfen. Also wie gesagt, in die Mitte gehe ich jetzt nicht. Aber ich möchte doch da eigentlich keinen hinbringen. Also gehe ich lieber in die Mitte. Oh ne, ich gehe lieber auf Bowser. Ich gatte Bowser einen Besuch ab. Mal schauen, was du da Schönes für mich bereithältst. Nein! Ich wollte Knallfall haben. Naja, lustig finde ich das jetzt natürlich nicht. Ich bin gestellt, dass man hier nicht mit plus minus 0 rausgehen kann, ey. Alter, reichen euch nicht 5 Münzen? Alter, warum bist du nicht gesprungen, Yoshi? Finish. 10. Oh mein Gott, ey. Also das ist momentan halt überhaupt nicht für mich. Das ist ein Pechpart hier. Aber es gibt es leider. Das gibt es leider immer wieder bei Mario Patty. Jetzt komm, mach deine 3, dann finde ich meine 2 Sterne. Wird die Klappe vielleicht nicht zu groß aufreißen? Aber warum kommen die jetzt alle auf Chance Time, ey? Komm, mach was Gutes für mich. Oh. Kann gar nicht ihn sehen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Kriegen wir jetzt 10 Münzen halt wieder. Von einem. Falls er aber was hat. 5 Kröten.
Und dann kriege ich die 5 Kröten wieder, die ich eh ohnehin verloren hätte. So, Donkey Kong. Macht eine 5. Macht euch bereit. Ladet die Kanonen, Kanonen. Bereit. Feuer. Okay, kommt auch auf Rot. Gefällt mir gar nicht. Aber dann, oh, er hat gleich genug Geld. Bombsketball. Was mache ich jetzt? Verliere ich mit Absicht oder gewinne ich mit Absicht? Oh, beides ist scheiße, deswegen wollte ich nicht, dass der rot wird, ey. Jawohl, ging gut. Der Sprungwurf. Finish. Ich möchte aber nicht ungern 10 Münzen verlieren, weil ich ohnehin habe ich gerade schon so viel verloren. Das ist halt jetzt blöd. Und hier beende ich den Part und dann sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal, wenn es wieder ist. Let's play Mario Party 1. Momentan nur zweiter, aber nach dem Bonus-Game wäre ich jetzt eh vorne. Also haut rein.